Schönen guten Morgen, 11 Uhr laut Tagesschau. Natalie Korsch, Finca Kankorem. Ich habe meinen Background, also meinen Hintergrund geändert auf Finca Kankorem. Wobei das mit so einer weißen Wand ja völlig egal ist, wo ich bin. Also ich habe meinen Hintergrund geändert, der braune Schrank ist jetzt mal gerade weg. Ich habe eine ganz ordinäre IKEA-Tasse heute, nämlich die. Ganz schön neutral, weil ich am Donnerstag einen kleinen IKEA-Einkaufs-Rosa-Kissen-Anfall hatte. Guten Morgen, Rolf. Guten Morgen, Anke. Und das hatte etwas hysterische Ausmaße. Ich war immer noch so in Schock, dass ich, was ich eigentlich nie kriege, so ein Ich muss mein Zuhause jetzt schön machen, Anfall gekriegt habe. Und hab Guten Morgen, Britta. Guten Morgen. Und habe dann da so ein paar rosane Krüsselskissen gekauft. Und bei mir sieht es jetzt echt aus wie in Marokko. Ganz, ganz schrecklich. Ich weiß nicht, wie ihr das Wochenende verbracht habt. Also ich zwischen, was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Guten Morgen, Oliver. Wie kann ich unterstützen? Man kann ja nichts wirklich machen, außer Geld spenden und Sachspenden. Es ist also schon am Samstag. Ihr redet über die Ukraine. Ist ein Transport von Mallorca losgegangen, mit der Fähre nach Frankreich, dann mit dem Bus weiter oder mit dem LKW eben weiter nach Polen an die Grenze mit warmen Klamotten, mit Essen, mit Fischkonserven, sonstigen Konserven, Decken, Schlafsäcken. Und da haben sich echt ganz schön viele Leute zusammengetan, haben diesen Bus oder LKW vollgemacht. Die treffen sich an der katholischen, nee, also das ist die katholische Kirche in Palma, also die katholische, eine katholische Kirche in Palma, Carrer Bartolomé. Die geben auch diesen Platz für die orthodoxen Gottesdienste frei oder stellen das den Ukrainern zur Verfügung, die sind ja orthodoxen. Und dort wird gesammelt, heute von 9 bis 20 Uhr. Geld spenden kann man auch. Der eine sagt, wir sind im Krieg. Wir hatten heute Morgen schon eine große Diskussion hier. Der andere sagt, das ist noch nicht wirklich Krieg. Es sind noch nicht Tote. Fand ich auch interessant, was für ein Aspekt. Und ich habe dann überlegt, Mann, ich habe meine ganzen Klamotten aussortiert. Wo kriege ich denn jetzt Sachen her? Dann ist mir dieses Geschäft, die Scheiß, eingefallen, wo ja andere Leute ihre Sachen spenden, ich dann auch, um die dann jetzt zurückzukaufen und warme Klamotten zu bringen. Und diese Bewegung, die ja jetzt da in Gang getreten wurde, auf der solidarischen Seite, ne, das ist ja unfassbar. Mich hat unfassbar berührt, neben all diesen tragischen Geschichten, völlig klar, da kann ich auch nicht drüber reden, weil ich dann wieder wie letzte Woche sofort anfange zu heulen. Aber mich hat sehr berührt, Schalke hat ja Gazprom weggenommen und Dortmund, Rival hat gesagt, okay, wir geben euch Geld, wenn ihr Probleme habt. Kurzfassung. Hoffe, ich sage das richtig. Also so habe ich das zumindest verstanden. Fand ich schon toll. Und jetzt freue ich mich immer, wenn ich im Live-Ticker auf der Tagesschau sehe, was noch für andere Sachen passieren. Also Elon Musk stellt einen Satellit zur Verfügung. Der Erdogan überlegt, ob er den Bosporus schließt. Schweden hat das erste Mal seit 1939 Waffen geliefert. Schweden hat das erste Mal seit 1939 Waffen geliefert. Überleg mal, Finnland stellt Waffen zur Verfügung und die sind ja richtig nah dran. Also das ist ja nicht komisch, ne? Das ist schon toll, was da so jetzt gerade passiert. Abramowitsch hat sich aus Chelsea zurückgezogen, die ganzen Sportgeschichten. Ich rede jetzt nicht über die politische Ebene, sondern die Zivilistenebene, ne? Wahnsinn, was da jetzt gerade passiert. Also ich glaube, der Herr Putin, der guckt jetzt ein bisschen schräg. Alter, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, also ich fahre jetzt nach Palma, gehe mal ein paar Konserven kaufen, Tropfen auf den heißen Stein, aber ich mache das trotzdem. Und meine Freundin Vera, die wird in Deutschland gucken, was sie da auf den Weg bringen kann, irgendwelche Gelder verschicken. Ist ja auch egal, an wen du was schickst, ne? Ob du was an Kinderhilfswerk schickst, Kinder, die Krebs haben, wo das Hospital gebombt wurde, die haben jetzt ein Sauerstoffproblem. Du weißt ja gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst. Ne? Geld ist immer am einfachsten. Dann hast du diese ganze Logistik nicht und die Leute, die vor Ort sind, die können das halt adäquat verteilen. Und als ich da irgendwie diese 60 Euro für die, ich lache gerade die Vera an, eine Minute, als ich die 60 Euro da für meine blöden rosa Kissen ausgegeben habe, die mich sehr glücklich machen, die sind so kitschig und sehen so unterirdisch aus. Jeder, der reinkommt, lacht sich kaputt.
Zeugt auch von unglaublich schlechtem Geschmack. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, ey, da hätte ich das aber besser spenden können. So. Und deswegen fahre ich jetzt nach Palma. Vielleicht habt ihr eine Idee, habt ihr noch irgendwelche warmen Klamotten übrig? Könnt ihr mir geben? Ich bringe die dann auch darüber. Also würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde dahin fahren. Ja, dass wir uns alle freuen sollen, wie gesund und vor allen Dingen sicher wir leben, muss ich ja nicht, oder? Nee, ne? Also hier meine neutrale IKEA-Tasse, ohne Geschichte, außer der rosa Kissen. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Ja, ich habe mich heulenderweise beruhigt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist mit den Gefühlen, mit der Trauer, mit der Fassungslosigkeit. Hallo Silvia. Nee, Silvia habe ich noch nicht begrüßt. Guten Morgen. Und ich fahre jetzt meine Freundin Vera zum Flughafen, fahre danach zu dieser Kirche und bringe die. Und nein, nein. Und ich habe am Donnerstag, als ich so entsetzt war, ja gar nicht mitgekriegt, dass Weiberfastnacht nach war. Das war das erste Mal in meinem Leben als alte Kölnerin, die immer Viva Fastelovo gefeiert hat. Dass ich nicht hier mitgekriegt hat, dass es Viva Fastelovo ist, das ist Name. Und heute haben ja die Kölner gesagt, wir machen keinen Rosenmontagszug, sondern wir machen eine Friedensdemo. Die sind trotzdem verkleidet. Ich habe das heute Morgen schon gesehen. Die gehen am Klotwischplatz los. Da bin ich auch her. Hallo, hallo Tizi. Da habe ich auch lange gewohnt. Und buon dia Tomeo. Und die latschen da jetzt los in Karnevalsklamotten und machen eine Friedensdemo. Ist ja irgendwie auch nett. Nee, nett ist das falsche Wort. Notwendig. Also, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ich muss zum Flughafen. Ich bin schon ein bisschen zu spät. Und wir sehen uns am Donnerstag, wenn ihr wollt. Tschüss. Tschüss.